Kling, Glöckchen, Klingelingeling. In Rheinhessen redet man schon über Weihnachten. Genauer gesagt über Weihnachtsmärkte. Können die trotz Corona dieses Jahr stattfinden und wenn ja, wie? Darüber reden wir in der neuen Bubblebox. Maike. Frederik. Sag mal, freust du dich schon auf den Weihnachtsmarkt? Ja, natürlich freue ich mich schon auf den Weihnachtsmarkt. Ernsthaft? Mitte September? Ja klar, ich war schon kurz davor, mir Spekulatius zu kaufen oder Nikoläuse. Boah, okay, das ist krass. Also ich brauche keinen Weihnachtsmarkt, ehrlich gesagt. Mir ist das sowieso immer zu trubelig. Also ich trinke natürlich gerne meinen Glühwein. Ist ja irgendwie auch so gesellschaftlicher Zwang. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dieses Jahr könnte es auch sicherere Sachen geben, als sich gegenseitig damit Corona anzustecken. Ja. Aber es gibt auch die Bundesliga und die Leute dürfen sich am Rhein treffen und sonst wo rumspringen. Und es ist ja auch draußen und ich denke, man könnte doch irgendeine Lösung finden, dass wir den stattfinden lassen könnten. Wo uns jetzt schon der Weinmarkt und alles gefehlt hat, finde ich, kann man doch nicht auch noch den Weihnachtsmarkt ausfallen lassen. Wir könnten ja auch einfach mal dieses Jahr in der Adventszeit was Besinnliches machen zur Abwechslung. Einfach zu Hause vor der Kerze sitzen, das finde ich langweilig. Na, vielleicht gibt es ja auch noch andere Alternativen. Ich merke auf jeden Fall, wir müssen heute in der Bubblebox mal über Weihnachtsmärkte reden. Da gibt es gerade erste Konzeptideen, wie das in Zeiten einer Pandemie aussehen könnte. Also ein Thema, das die Rheinhessen bewegt und für das wir euch so ein bisschen Einordnung liefern wollen. Ein paar Argumente dafür, ein paar Argumente dagegen. Und natürlich habt ihr da draußen auch eine Meinung. Und die habt ihr hinterlassen auf den Facebook-Seiten der VRM. Und da hören wir jetzt erstmal wieder rein. Ich frage mich ernsthaft, warum jetzt schon über Dezember philosophiert wird. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen und warten, wie sich alles entwickelt und ob die Leute nun ohne Abstand im Geschäft stehen oder ob sie ohne Abstand vorm Glühweinstand stehen. Das macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. Genau da beginnt das Problem. Viele werden einen zusammen trinken wollen mit Freunden, Kollegen, Vereinsmitgliedern. Warum seid ihr eigentlich all die Jahre hingegangen, als die Grippewelle unterwegs war, woran auch sehr viele Menschen sterben? Ja klar, nach dem dritten Glühwein ist doch jeder Mindestabstand egal. Wie lächerlich und unverantwortlich. Und wer sich da nichts einfängt, geht zum Rosenmontagszug. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Und Maike, ich finde es ja irgendwie verrückt, dass wir echt jetzt, wie es auch der letzte Kommentar gesagt hat, im September anfangen, über Weihnachten zu diskutieren. Also, was ist denn los? Ja, aber ich glaube, das ist auch für die Beschicker dringend notwendig, weil die müssen sich ja irgendwie vorbereiten. Also wenn wir das jetzt erst im November anfangen, darüber zu reden, dann gibt es auf gar keinen Fall mehr einen Weihnachtsmarkt, weil niemand irgendwas eingekauft hat. Also ich glaube, so spontan kann man das eben gar nicht machen. Ja, das stimmt schon. Und dazu kommt natürlich noch, dass viele Leute einfach dieses Jahr mal wieder sich Normalität wünschen. Und da gehört so ein Weihnachtsmarkt natürlich mit dazu. Und dann kommt einfach auch noch ein politischer Aspekt hinzu, denn es gibt eine neue Corona-Verordnung und die besagt eben, ja, es kann Weihnachtsmärkte geben im Jahr 2020, auch in Zeiten einer Pandemie, aber. Und was hinter diesem Aber steckt, das erklärt uns mal die Kollegin Maike Hessedens, die wir zu Gast haben in der Bubblebox. Wir wollen euch ja auch immer zu unseren Themen ein wenig Einordnung liefern. Und Maike erklärt uns einmal, wie der Weihnachtsmarkt in Mainz dieses Jahr funktionieren kann, was die Beschicker sagen. Und dann haben wir Maike auch gefragt, Mensch Maike, freust du dich eigentlich auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Ich freue mich auf jeden Fall auf den Weihnachtsmarkt, weil es endlich mal wieder ein bisschen mehr Leben in die Stadt bringt und vor allem auch Normalität. Und ich glaube, dass der Weihnachtsmarkt nicht nur für die Weihnachtsmarktbeschicker und die direkt damit verbundenen Branchen wichtig ist, sondern vor allem auch für die Mainzer Innenstadt und den Einzelhandel, damit im Weihnachtsgeschäft mehr los sein wird in der Stadt. Jetzt gibt's ja ganz aktuell doch etwas konkretere Pläne. Wo können wir denn dieses Jahr unseren Glühwein trinken im Advent? Wahrscheinlich ja nicht nur vorm Dom, so wie es aussieht. Wahrscheinlich muss man die Glühweinstände dieses Mal eher suchen. Ausgerechnet vorm Dom kann ich mir sogar vorstellen, dass da wirklich nur sehr vereinzelt die Glühweinstände stehen werden, weil da natürlich alle den Glühwein trinken wollen und dann viel zu viele Menschen auf einem Platz wären. Die Pläne sehen so aus, dass die Glühweinstände in der ganzen Stadt verteilt werden sollen. Also es kann tatsächlich sein, dass sie vom Schillerplatz bis zum Rheinufer, dass auch am Rheinufer was aufgebaut wird, dass in den Straßen zwischen den einzelnen Weihnachtsmärkten, also beispielsweise auch in der Schusterstraße, Stadthausstraße, dass dort überall auch Weihnachtsmarktstände sind und dann immer zwischendurch auch mal ein Glühweinstand stehen wird. Es soll ja insgesamt 28 Glühweinstände in der Stadt geben, genauso viele wie im vergangenen Jahr.
Und die müssen aber sehr gut verteilt werden, damit nirgendwo Menschenmassen an den Glühweinständen stehen. Das ist schon ein ganz wichtiger Stichpunkt. Kannst du uns noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was denn voraussichtlich erlaubt sein wird, was auch nicht? Brauchen wir Masken auf dem Weihnachtsmarkt? Wann dürfen wir sie abziehen? Können wir ganz normal Fässer mieten, so wie das viele Mainzer gewohnt sind? Was geht nicht dieses Jahr? Es wird auf jeden Fall das Abstandsgebot gelten. Im Prinzip das, was in der neuen Corona-Verordnung des Landes drinsteht. Es muss Abstand gehalten werden. Und sobald man an einem Stand was kaufen möchte, muss man Masken aufsetzen. Auch die Beschicker, also die Standbetreiber, müssen Masken tragen. Die Essensstände an den Essensständen sowieso. Fässer mieten wird voraussichtlich gehen. Ich habe gestern mit der Familie Spindler gesprochen. Die freuen sich schon, die wollen ihre Fässer auf jeden Fall aufstellen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sie sogar eine Bedienung in den Fässern anbieten möchten, damit gar nicht so viele Leute auf der Fläche unterwegs sind. Und die Fässer sind ja im Prinzip wie in der Gastronomie. Ich weiß nicht, ich glaube 6 Leute oder 8 Leute passen da rein. Das heißt, man bucht das, muss natürlich alle Namen angeben und dann funktioniert es wie in der Gastronomie. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Glühwein geredet und es soll ja tatsächlich Alkohol geben auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja aktuell nicht überall so. Im Fußballstadion wird kein Bier mit Alkohol ausgeschüttet. Wie will die Stadt das denn kontrollieren? Hat man da nicht die Sorge, dass da am Ende doch irgendwas hochkocht und die Menschen sich nicht mehr an den Abstand halten, der eigentlich geboten wäre? Es soll Glühwein geben und andere alkoholische Getränke, zumindest will man es versuchen. Es gab ja dieses Jahr die Absage des Weinmarkts, da war Alkohol das ausschlaggebende Thema, warum er nicht stattfinden konnte. Da sind aber tatsächlich noch viel mehr Wein- und Alkoholstände als auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja auch sehr, sehr viele andere Stände. Das heißt, der Weihnachtsmarkt kann auch stattfinden für den Fall, dass man im Ernstfall tatsächlich sagen müsste, wir müssen die Glühweinstände mal für eine Zeit schließen. Also der Plan sieht so aus, dass es Glühwein geben soll, aber wenn es zu eng werden sollte oder dass man, wenn man merkt, dass es ausufert, dann ist angedacht, dass man für eine gewisse Zeit die Glühweinstände auch zumacht. Es wird natürlich kontrolliert. Es gibt ja in Mainz ohnehin schon ein Überwachungssystem. Da sind Kameras installiert, die die Menschenmengen an gewissen Orten erfassen und sofort anschlagen, wenn es zu voll wird. Das ist in den vergangenen Jahren ja schon wegen der Terrorgefahr angeschafft worden. Und das kann man jetzt dieses Jahr natürlich auch nutzen, um zu kontrollieren, dass sich nirgendwo Menschenansammlungen befinden. Und wenn man dann sieht, dass um einen Glühweinstand herum oder um mehrere Glühweinstände drumherum zu viel Betrieb ist, dann, oder wenn es ausufert, wenn die Leute zu viel trinken und keine Abstände mehr einhalten, dann müssen die Glühweinstände eben zugemacht werden. Da sind auch die Menschen, die Besucher in der Verantwortung. Also wenn sie einen gemütlichen Weihnachtsmarkt in der Stadt haben wollen, dann werden sie sich an die Regeln halten müssen. Sonst schneiden sie sich ans eigene Fleisch, wenn die Stände dicht gemacht werden. Absolut. Zum Schluss, was sagen dir denn so die Beschicker? Die haben ja jetzt dieses Jahr eine sehr lange Durststrecke hinter sich. Die dürfen sich freuen, dass ein Weihnachtsmarkt in realistische Aussicht rückt. Die Beschicker sind wahnsinnig erleichtert, sind froh, dass sie eben genau diesen Rettungsanker, wie sie sagen, in Aussicht haben. Die planen jetzt natürlich jeder einzeln seinen Stand, damit er mit den Corona-Bedingungen konform geht. Viele sagen auch, sie müssen gucken natürlich, dass sie jetzt die Ware kriegen. Viele haben aber auch auf gut Glück im Prinzip im Frühjahr schon ihre Sachen bestellt. Die sind auf jeden Fall wahnsinnig erleichtert, dass es diesen Weihnachtsmarkt geben soll. Sonst hätten wirklich viele wahrscheinlich dieses Jahr ihre Existenz verloren. Und alle hoffen jetzt, dass es diesen Weihnachtsmarkt auch so in der Form geben kann und dass trotzdem Besucher kommen, auch wenn es Abstandsregelungen geben wird, wenn man Masken tragen muss. Aber im Prinzip hat man sich ja daran gewöhnt. Und die Beschicker sagen, sie gehen auch Kompromisse ein dieses Jahr. Sie wissen, dass sie sich da auch wahrscheinlich mit mehr Personal und zusätzlichen Investitionen auf den Weihnachtsmarkt vorbereiten müssen. Aber die sagen, alles ist besser als gar kein Weihnachtsmarkt. Unsere Kollegin Maike Hessedens war das zu Gast in der Bubblebox, hat uns ein bisschen erklärt, wie ein Weihnachtsmarkt im Jahr 2020 funktionieren kann und was die Mainzer so planen. Tja, Maike, kann ein Weihnachtsmarkt im Jahr 2020 funktionieren, wenn Leute Glühwein trinken, was sie dann in der Stadt irgendwie dürfen, aber im Fußballstadion nicht? Verstehe ich nicht. Ja gut, aber im Fußballstadion ist man ja noch mal dichter beieinander und außerdem... Einspruch? Ja, schon. Naja, also im Stadion bist du doch nicht enger aufeinander, als wenn du dir einen Glühwein holst auf dem Weihnachtsmarkt, der am Ende sowieso über deinem halben Wintermantel klebt.
weil es so, eng ist. So ein Blödsinn. Da höre ich wieder hier deine Grinch-Einstellung zu Weihnachtsmärkten heraus. Also erstmal kann man ja auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass Vorsicht ist in diesem Jahr auf jeden Fall geboten, dass du schon auf den Abstand achtest und dich vielleicht nicht so sehr drängelst. Und ich denke, man könnte ja auch die Stände irgendwie etwas weiter auseinanderstellen, den ganzen Weihnachtsmarkt größer machen, was ihn vielleicht auch noch toller macht, wenn er einfach überall in der ganzen Stadt ist. Stell dir das mal vor. Mhm. Und deshalb, glaube ich, könnte man da schon einfach die Abstände noch ein bisschen weiter fassen. Und außerdem ist es ja auch nicht unbedingt so, dass man sich mit Glühwein betrinkt, sondern man trinkt einen. Das heißt ja nicht, dass man unbedingt dann vom Weihnachtsmarkt wegtorkelt und einem Corona völlig egal wäre. Ja, du vielleicht, aber da gibt's natürlich auch immer Ausnahmen, oder? Also erstmal frage ich mich als alter Grinch ja sowieso, warum braucht es Glühwein zur Weihnachtszeit? Das hat mit dem Christkind irgendwie überhaupt nichts zu tun. Außerdem, wenn er kalt wird, schmeckt er auch noch ekelhaft. Ich meine, ich gestehe, ich trinke deswegen auch mal. Deswegen musst du ihn ja direkt trinken. Ja, und dann verbrennt man sich die Lippe und die Zunge. Also irgendwie, es gibt keine perfekte Trinktemperatur für Glühwein, außer diese 3 Sekunden, wo es perfekt ist. Aber die erwischst du ja nie. Ja, aber das mit dem Zunge verbrennen und der kalte Rest am Ende, der gehört einfach irgendwo dazu. Es ist eben eine Tradition. Gut, klar, natürlich ist es keine 1000-jährige Tradition, die sich die katholische Kirche ausgedacht hätte oder sowas. Aber ja, Kultur verändert sich eben und Weihnachtsmärkte gehören halt eben jetzt schon sehr lange zu unserer Weihnachtskultur dazu. Und ich fände es echt schade, wenn das wegfallen würde. Ja, also du hast natürlich recht, das gehört dazu und irgendwie hat es ja auch ein bisschen was. Es ist ja schon immer schön. Kann man nichts. Naja, Moment, es ist auf eine Art schön. So vorm Dom mit den Lichtern, das ist irgendwie schön gemacht. Und ich gebe dir auch recht, wenn das so über die Stadt verteilt ist und hier und da trifft man sich mit der Gruppe, mit der man auch sonst unterwegs ist, hält ein bisschen Abstand. Natürlich kann das funktionieren. Aber jetzt darf ich dir auch mal eine Grinch-Frage stellen, Maike. Brauchen wir denn überhaupt Weihnachtsmärkte? Also, wenn wir da jetzt mal drauf gucken, das ist doch super trubelig. Da kaufst du jedes Jahr irgendwie Ramsch, den du dann verschenkst oder der dir die Bude vollstellt, der verstaubt. Was hat das denn mit der ursprünglichen Weihnachtsidee zu tun? Für mich ist die Adventszeit runterkommen, besinnlich werden. Ich werde an Weihnachten immer furchtbar melancholisch. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das so schön ist. Aber irgendwie, wir sind doch alle in so einem Trubellaufrad gefangen. Und ich habe auch dieses Jahr schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ey, dieses Jahr tut mir so gut. Man hat die Wochenenden mal frei, man ist nicht in seinen Hobbys und Ehrenämtern gefangen, man kommt richtig mal zur Ruhe. Und jetzt sind wir alle super scharf darauf, einen stressigen Dezember zu haben, in dem wir zwischen Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeiern hin und her torkeln, weil wir so betrunken voll Glühwein sind. Das ist doch irgendwie nichts Schönes. Irgendwie ist doch auch jedes Jahr jeder in der Weihnachtszeit gestresst. Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch Geschmackssache. Ich meine, wenn die Leute jetzt sagen, oh geil, in Corona-Zeiten kann ich endlich zu Hause hocken, beruhigt, da frage ich mich so, Leute, das dürft ihr immer. Also jeder kann gerne jederzeit zu Hause bleiben und muss da nicht mitmachen. Also wenn man sich da gezwungen fühlt und meint, das müsste man jetzt, weil es die anderen machen, dann denke ich mir dann doch, okay, das ist dann auch das eigene Problem. Aber es deshalb, weil man es gerne besinnlicher hätte, dann den anderen praktisch auch mitzuverderben oder zu verbieten, ist ja irgendwie unfair. Ich meine, es kann ja wirklich, je mehr Leute zu Hause bleiben, desto leerer ist es auf dem Weihnachtsmarkt und desto mehr Abstand kann gehalten werden. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber ich finde, wieso ist denn Weihnachtsmarkt auch unbedingt Trubel? Eigentlich trifft man sich da ja mit Freunden und Familie. Und das, finde ich, ist ja eigentlich was sehr Besinnliches. Man läuft durch die Gegend, trifft alle möglichen anderen Leute, die auch da sind. Also für mich ist Weihnachten auch weniger ein christliches Fest, weil ich nicht sehr gläubig bin, sondern eher ein Fest der Familie und der Freunde und des Zusammenkommens. Und ich finde, das kann man doch auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich sehr gut. Ja, natürlich kann man das auf dem Weihnachtsmarkt sehr gut, aber ich verstehe diese Not in manchen Menschen einfach nicht. Also mir kommt so ein bisschen vor, als wäre das jetzt der Untergang des Abendlandes, wenn wir mal nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Und es gibt ja einen guten Grund dafür, denn wenn du dich da mit Menschen triffst, dann wird es halt auch einfach direkt gefährlich unter medizinischen Gesichtspunkten, denn du weißt nicht, welche Menschen dieser Mensch noch so getroffen hat und wie er so sein eigenes Hygienekonzept auslegt und ob das dieses Jahr alles so sauber ist. Und vielleicht wird dann der Glühwein-Hotspot auf einmal zum Corona-Hotspot dieses Jahr.
Ja, sicher, man muss auf jeden Fall mehr aufpassen, aber ehrlich gesagt hatte man das Problem ja auch schon immer. Also ich meine, gerade in der Winterzeit sind ja viele Leute erkältet und wie sehr jetzt an Leute vielleicht auch krank rausgehen oder ob du dich da anstecken könntest, die Gefahr gab es irgendwie auch schon immer. Ja, aber eine Erkältung, genau, eine Erkältung ist keine Pandemie, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Ja, das ist ja auch okay und deswegen sage ich ja auch Abstand halten, das Ganze entzerren, eine andere Lösung dafür finden. Das könnte es ja sogar schöner machen, weil ja, dieses dichte Gedränge mag ja eigentlich tatsächlich niemand und vielleicht können wir unsere Idee vom Weihnachtsmarkt so sogar verbessern, indem wir das Ganze ein bisschen entzerren. Das ist gut möglich, ja. Also ich bin ja unter meinen Gesichtspunkten sowieso dafür zu sagen, wir entziehen den ganzen Trubel und schaffen diesen Trubel gleich ab. Wenn ich überlege, dass wir in der Stadt, ich muss nochmal nachgucken, fast 30 Glühweinstände haben, da frage ich mich doch, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Wie wär's denn, wenn wir nicht in der Stadt einfach alles ein bisschen besinnlicher machen, ein bisschen mehr Musik, vielleicht auch ein paar mehr weihnachtliche, religiöse Aspekte, da müsste natürlich die Kirche auch mal ein bisschen mehr aus sich herauskommen und sich öffnen, ein bisschen mehr Kultur, einfach ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung. Oder muss Weihnachtsstimmung immer Konsum sein? Weil nichts anderes ist es ja. Dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt und kaufst dir die nächsten 30 Kerzen, die da rumstehen. Wenn man jetzt mal ganz böse argumentieren würde, Maike, könnte man ja auch sagen, so eine Krise ist auch dafür da, um eine Wirtschaft zu bereinigen. Und brauchen wir wirklich 3 Kerzenstände nebeneinander? Oder müssen sich diese Menschen nicht vielleicht einfach mal, okay, das ist jetzt sehr böse, eine andere Existenz suchen? Naja, also gut, der Kapitalismus bereinigt sowas natürlich sehr schnell, gerade in der Krisenzeit. Aber die Frage ist doch, sind das wirklich die Dinge, die wir weghaben wollen am Ende? Also wollen wir wirklich, dass halt eben die Stände auf dem Weihnachtsmarkt verschwinden, dass wir solche Beschicker nicht mehr haben? Und ich meine, du redest jetzt über irgendwelche Kerzenverkäufer, aber ich denke da zum Beispiel auch an die ganz kleinen Weihnachtsmärkte auf den Dörfern. Das sind oft Vereine, die da arbeiten oder irgendwelche Jugendgruppen oder die Landfrauen oder die da irgendwas verkaufen und ja auch irgendwie dadurch eben Einnahmen für ihre Vereine haben. Und das wäre doch schade, wenn sowas alles bereinigt werden würde. Und ich sehe das ja auch nicht als Ramsch, wenn man sich so ein bisschen Weihnachtsschmuck kauft. Also man sollte ja auch wirklich zu Hause besinnlich die Bude schmücken können. Und dafür ist doch so ein kleiner Holzengel oder sowas, ist doch immer wieder schön. Das finde ich, hat nicht unbedingt gleich was mit diesem negativ beladenen Wort Konsum zu tun. Konsum ist für mich, wenn du in die Mall gehst und dir 20 Dinge kaufst und nicht, wenn du über den Weihnachtsmarkt schlenderst und dir eine Kerze und einen Weihnachtsengel zulegst. Kann ich nicht ganz widersprechen, Maike. Ich muss gestehen, bei mir steht ja auch immer ein bisschen Weihnachtsdeko rum, allerdings ganzjährig, weil ich zu faul bin, sie wegzuräumen. Deshalb steht der Stern, den ich natürlich mal von meiner Mama bekommen habe, den ich mir nie im Leben selber gekauft hätte, hier immer noch in der Ecke und er wird dann wieder eingestöpselt in die Steckdose, wenn es bald Advent ist und ihr euch da draußen alle den Glühwein in den Rachen kippt und ich mach's mir einfach zu Hause gemütlich. Okay, du setzt dich dann einfach vor deinen Stern und guckst schlecht gelaunt nach draußen, wo wir... Naja, vielleicht fahre ich auch wirklich mal in irgendein rheinhessisches Dorf und genieße da einen der kleinen Weihnachtsmärkte, weil da, muss ich gestehen, hast du einen schönen Punkt genannt. Wenn man sich's dort gemütlich macht, wenn man dort vielleicht auch mal der Blasmusik zuhört, die ein paar Weihnachtslieder spielt, dann hat das für mich schon deutlich mehr mit Weihnachten zu tun, als hier jede Woche dreimal auf den Weihnachtsmarkt zu stolpern, nur weil es die Gesellschaft von einem erwartet. Das stimmt. Und jetzt wollen wir auch ganz weihnachtlich versöhnlich werden. Ich finde, du hast in einem Punkt nämlich auch auf jeden Fall recht, nämlich, dass es mehr Musik geben sollte auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich stelle mir das so nett vor. Stell dir mal vor, der Weihnachtsmarkt entzerrt sich. Der ist jetzt zum Beispiel auch am Rhein so ein bisschen oder in der Altstadt. Und dann wirst du durch die Musikkapellen da so hingelockt. So, weil du dort wieder Musik hörst, dann gehst du darüber und so. Also so kann ich mir das total schön vorstellen. Letztes Jahr war zum Beispiel auch ein Straßenmusiker ganz präsent immer am Weihnachtsmarkt und da hatte sich eine richtige Traube um den gebildet. Weil, ja, ich glaube schon, gerade Musik wird auf jeden Fall vermisst. Ich glaube, Maike, dann musst du mich einfach dieses Jahr mal mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen und dann schauen wir uns das mal zusammen an, ob das auch alles so Corona-konform ist und nicht vielleicht sogar ein bisschen besinnlich. Okay, werden wir sehen. Maike, dann sage ich vielen Dank für heute. Ja, ebenfalls vielen Dank. Wir sagen euch vielen Dank fürs Zuhören, können euch natürlich wie immer empfehlen, uns in der Podcast-App eures Vertrauens zu abonnieren. Hört gerne mal in die anderen Folgen rein, die wir bisher so gemacht haben. Da ging es um viele andere Probleme, die uns Corona gebracht hat. Zum Beispiel haben wir letztes Mal darüber geredet, ob wir nicht mehr Schulbusse bräuchten in dieser Pandemie. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann tut das gerne unter den Social-Media-Beiträgen zu dieser Folge. Schreibt uns auch eine Mail an online@vrm.de und hört vor allen Dingen beim nächsten Mal wieder rein. Das war die Bubblebox für heute. Bis zum nächsten Mal.
Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ein Angebot der VRM.